Heute sprechen wir über die neue exotische Waffe der Season, das boshafte Werkzeug. Wir sprechen heute zuerst einmal darüber, wie ihr die Waffe bekommt und natürlich auch, wie ihr anderen helfen könnt, diese Waffe zu bekommen. Dann sprechen wir darüber, was die Waffe so besonders macht und natürlich ihre Perks und auch über ihren Katalysator. Und danach gibt es dann eine Einschätzung von mir, wo ich die Waffe sehe, wie gut die Waffe ist. Und noch ein paar zusätzliche Infos dazu. Okay, Leute, bevor das Video jetzt losgeht und wir über die neue exotische Waffe quatschen, eine kleine Sache. Schaut auf jeden Fall im Stream vorbei, denn da gibt es eventuell die ein oder andere Sache, die ihr die Tage gewinnen könnt und die ich an euch rausgeben kann. Also, Augen aufhalten, vor allem im Stream, aber auch auf Twitter und hier auf YouTube. Da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. Dementsprechend seid da gespannt. Könnte sehr, sehr cool für euch werden. Schaut vorbei. Als allererstes, die Waffe, das neue boshafte Werkzeug, ist Teil einer recht versteckten Exo-Quest gewesen, in dem ihr bestimmte exotische Fische fangt. Zum einen auf der ETZ, wenn es der wöchentliche Pool ist für die exotischen Fische. Dann natürlich zu guter Nächst auf der Thronwelt, denn da gibt es auch einen Angelpunkt mit einem speziellen exotischen Fisch. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch den Angelpunkt auf Nessus, bei dem man ebenfalls einen bestimmten exotischen Fisch fangen musste. Wenn ihr diese drei exotischen Fische hattet, konntet ihr in den Deep Dive Aktivitäten, in den Tauchgängen, mit drei Char-Statuen interagieren, die etwas versteckt sind, nicht zu versteckt, aber diese musste man dann aktivieren in einem Lauf, alle drei, wodurch man ab dem Punkt, wo man eigentlich noch ein letztes Mal weiter nach unten gehen würde, dann aber einen Weg nach rechts einschlagen konnte, wodurch man einen neuen Weg der Mission bzw. des Tauchgangs freischaltet und man sogar dann hinterher die Mission auf Zeit abschließen musste. Hier sei erstmal wichtig gesagt für euch, wenn ihr diese drei Fische nicht habt, ist das kein Problem, denn wenn ihr Freunde, Bekannte oder Leute über einen Discord habt, die diese drei Fische haben, können die für euch die Fische aktivieren. Das heißt, in dem Fall checkt natürlich einen Community-Discord aus, schaut im Stream vorbei, da können wir euch natürlich auch noch die Waffe holen, inklusive dem Katalysator, denn das ist gar kein Problem. Bei der Mission hinterher auf Zeit, bei dem Boss auch nicht direkt verzweifeln. Der hat am Anfang, vor allem wenn man jetzt nicht irgendwelche Damage-Loadouts spielt, etwas mehr Leben. Wir haben das auch am Anfang festgestellt und haben dann einfach einen neuen Run gestartet, haben uns dann einen Brunnen genommen mit einem Pfeil und einer Göttlichkeit, wodurch wir dann natürlich deutlich mehr Damage gemacht haben. Ist auf jeden Fall kein Hexenwerk, das kriegt man sehr gut hin. Aber die Waffe hat natürlich auch noch einen Katalysator und den kriegt ihr ebenfalls aus den Tauchgängen. Und in dem Fall müsst ihr, wenn ihr den garantiert haben wollt, die Tauchgänge auf Stufe 7 abschließen. Das macht ihr, indem ihr in jeder Stage, in der ihr seid, wo ihr dann länger Gegner clearen müsst, einmal mit diesen kleinen leuchtenden Funken interagiert, aka Toland. Wenn ihr das gemacht habt, aktiviert ihr eine schwierigere Variante der Aktivität, wodurch ihr am Ende dann auch besseren Loot bekommt. Wenn ihr das dreimal gemacht habt und auch dann die Prüfung auf Zeit abgeschlossen habt, kriegt ihr am Ende garantiert den Katalysator. Falls ihr das nicht machen wollt, könnt ihr auch einfach so die Deep Dives spielen, denn es ist sonst random. Aber genug erstmal darüber gequatscht, wie ihr die Waffe bekommt. Warum solltet ihr euch die Waffe holen, beziehungsweise was kann sie überhaupt? Angefangen bei dem intrinsischen Perk, schleichende Reibung. Das schnelle Landen von Präzisionstreffern sorgt dafür, dass das Ziel verlangsamt wird. Hört sich erstmal nicht spektakulär an, fand ich auch auf den ersten Blick. Allerdings, wenn man die Waffe spielt, spielt es sich dann doch besser als erwartet, finde ich. Hierbei sei wichtig gesagt für euch, es ist sehr ähnlich wie bei der Navigator-Waffe, über die wir hier gequatscht haben. Denn ihr müsst insgesamt drei Headshots landen, wodurch dann der vierte Headshot die Verlangsamung auf einen Gegner packt. Wichtig, es muss nicht derselbe Gegner sein. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch drei Gegner mit einem Headshot killen und dann den vierten Schuss auf einen größeren Bossgegner machen und er wird verlangsamt. Warum solltet ihr aber das Ziel verlangsamen? Weil der Verlangsamungseffekt ist für PvE eher nicht so cool. Das kann ich euch ganz einfach beantworten, denn sechs Schüsse insgesamt sorgen dafür, dass dann das Ziel eingefroren wird. Denn der sechste Schuss, wenn ihr weiter auf den Gegner schießt, sorgt dafür, dass das Ziel eingefroren ist. Bedeutet, ihr macht drei Schüsse, wodurch der vierte Schuss auf den Kopf das Ziel verlangsamt. Dann macht ihr noch einen Schuss,
wodurch dann der sechste Schuss, der danach kommt, das Ziel einfriert. Und das hat dann schon deutlich mehr Applikationen. Aber bevor wir noch dazu kommen, wofür die Waffe genau ist, meiner Meinung nach, sprechen wir natürlich noch über den zusätzlichen Waffenperk, prozentuale Ernte. Das Erzielen von Präzisionstodesstößen, während schleichende Reibung aktiv ist, erschafft ein Stasisbruchstück, das zu dir zurückkehrt. Das Einsammeln von Stasisbruchstücken füllt das Magazin wieder auf. Das hier ist etwas, was sich sehr gut spielt in Kombination mit dem Katalysator, zu dem wir gleich kommen werden. Aber hier wichtig erstmal, das Stasisbruchstück im Gegensatz zu den Stasisbruchstücken von eurem Fokus trackt euch über die gesamte Map. Es ist egal, wo ihr steht, wenn ihr einen Headshot-Kill macht, während ihr das Ziel verlangsamt habt oder eingefroren habt, trackt euch dieses Stasisbruchstück über die gesamte Map. Bei dem Stasisfokus ist es ja so, wenn ihr das Fragment nutzt, dass ihr noch relativ in der Nähe von den Stasisbruchstücken stehen müsst. Hier ist das nicht so. Das sorgt dafür, dass es über die gesamte Map trackt. Was es sehr angenehmer macht mit dem Katalysator, denn der Katalysator sorgt dafür, dass wenn ihr ein Stasisbruchstück aufsammelt, euer Magazin überladen wird. Wie viel wird es überladen? Ganz einfach. Ihr könnt bis zur doppelten Kapazität vom Magazin gehen. Und hier zählen nicht nur die Bruchstücke, die von der Waffe selber generiert werden, sondern auch die, die ihr generiert, wenn ihr den Stasis-Fokus spielt. Bedeutet natürlich, jede Klasse hat verschiedene Arten, Stasis-Bruchstücke zu generieren. Ich persönlich kann sagen, der Warlock hat es da noch so ziemlich am einfachsten, denn der muss keine Kills machen oder Sachen zersplittern, um Stasisbruchstücke zu erstellen, wie der Titan oder wie der Hunter, sondern der muss einfach nur Gegner einfrieren, was natürlich mit der Waffe sehr gut und sehr einfach passiert und funktioniert. Dementsprechend könnt ihr für jedes Stasisbruchstück, was ihr aussammelt, 5 Schüsse in euer Magazin zurückbekommen oder dazu bekommen. Bedeutet an der Stelle, dass ihr von einem Magazin von 15 Schuss hoch auf 30 Schuss kommen könnt. Eine kleine Info noch. Denn das wurde gestern, Zeitpunkt der Aufnahme, gepostet. Es wird jetzt schon überlegt, dass die Waffe gebufft wird. Wie genau, weiß man nicht, aber es gibt mehrere Posts, die bestätigen, dass die Waffe wahrscheinlich gebufft wird. Das heißt, seid mal gespannt, haltet sie auf jeden Fall sowieso nochmal im Blick. Aber das wollte ich auch nochmal sagen, denn für viele ist die Waffe bisher eher nicht so gut. Ich muss persönlich sagen, gerade mit einem Stasis-Build auf dem Warlock zum Beispiel, wie ich es gespielt habe, auch hier im Gameplay, spielt es sich dann doch schon sehr gut. Aber wo sehe ich die Waffe und ist die Waffe auch wirklich den Grind wert? Ich persönlich sehe die Waffe extrem stark in High-End-Content. Und ja, da kann man natürlich sagen, man kann auch eine Springflut, das Fusionsgewehr aus PvP spielen. Man kann auch ein Agas Zepter oder eine Kryos DC spielen. Das funktioniert alles. Vor allem die Springflut ist natürlich ein sehr harter Contender dafür, da das eine legendäre Waffe ist, die basically dasselbe macht. Allerdings ist es natürlich auch eine Spezialwaffe und diese Waffe hier ist eine Primärwaffe, die es sehr einfach macht, so ziemlich jede Art von Champion zu stunnen. Bedeutet, mit dem 4. Schuss auf den Kopf slowt ihr Gegner, was Überladungs-Champion stunnt. Mit dem 6. Schuss danach friert ihr Gegner ein, wodurch ihr, wenn ihr den Gegner zersplittert, unaufhaltsame Champions stunnen könnt. Wenn ihr dann natürlich noch jetzt zum Beispiel in High-Level-Content einen Solarfokus spielt oder durch einen Verbündeten strahlend werdet, könnt ihr sogar durch die Barrieren von Anti-Barrier-Champions durchschießen. Bedeutet, diese Waffe ist komplett darauf getrimmt, Champions auszuschalten, in Kombination mit den Stasis-Effekten. Und selbst wenn ihr nicht strahlend werdet, könnt ihr es so timen, dass ihr jedes Mal den Anti-Barrier-Champion, bevor er seine Barriere aufbaut, einfriert, wodurch ihr nicht mal eine Anti-Barrieren-Mod braucht, technisch gesehen. Bedeutet, diese Waffe hat sehr viel Potenzial in High-Level-Content. Ich persönlich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, aber die Waffe ist jetzt nicht mein Spielstil, weil man spielt mit der Waffe deutlich langsamer. So viel muss man auf jeden Fall schon sagen, da man natürlich auch daran gebunden ist, die Headshots zu treffen. Und für mich ein großes Problem, die Shards, die die Waffe erzeugt, tracken euch über die gesamte Map, aber die von eurem Stasis-Fokus nicht. Was es dann wiederum etwas unangenehm und awkward macht, sein Magazin zu überladen und den Katalysator wirklich komplett auszunutzen. Bedeutet, ihr tötet einen Gegner auf lange Reichweite, ihr kriegt euren Stasis-Shard zurück, aber die anderen Shards, die ihr erzeugt habt, weil ihr Gegner eingefroren habt mit dem Warlock zum Beispiel, bleiben noch an der Stelle liegen und dann müsst ihr erst dahin laufen. Was gerade in High-Level-Content wiederum ein bisschen nervig dann ist. Bedeutet, da würde ich mir persönlich wünschen, dass man entweder sagt, wenn ihr diese Waffe spielt, tracken eure Stasis-Bruchstücke generell komplett zu euch. Das fände ich persönlich sehr cool und wäre auch eine sehr nice Interaktion. Oder man muss sich eine andere Art und Weise überlegen, wie man das etwas
balancen kann. Aber ich kann nur sagen, holt euch die Waffe auf jeden Fall. Cool aussehen tut sie auf jeden Fall. Und sie hat schon einen uniken Spielstil durch das Einfrieren. Und für mich ist sie den in Anführungszeichen Grind wert. Ich weiß, es gab ab und zu mal die Frage, aber man muss doch gar nicht dafür grinden. Warum sagst du, man muss die Waffe grinden und ob sie den Grind wert ist? Leute, das ist einfach der Name von diesen Videos, damit man genau versteht, ist die Waffe es wert, sich zu holen oder nicht. Und in dem Fall ist es sogar dann doch nochmal mehr ein Grind durch das Angeln. Es sei denn, ihr habt natürlich Freunde oder Bekannte, die schon die Fische haben und mit euch dann einmal da durchlaufen. Dementsprechend, wenn ihr die Waffe haben wollt, Hilfe bei der Waffe braucht, Hilfe für den Katalysator braucht, schaut auf jeden Fall im Stream vorbei. Da ist heute auch Community Day. Dementsprechend würde ich mich da sehr freuen, euch zu sehen. Da können wir euch natürlich auch helfen, euch die Waffe und den Katalysator zu holen. Absolut kein Problem. Ansonsten checkt natürlich den Community Discord aus. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.